Ja, mal auf. Dann mal ohne mit an. Thank you.
Alles richtig. Schau mal, wie du gehst. Na, geht auch nicht mehr. Wir sind hier auf der Bundesautobahn 8, Bach Richtung Stuttgart, auf der Höhe des Parkplatzes Oberlinde. Hier hat sich ein LKW-Brand ereignet. Und es ist ebenfalls ein Wohnmobil abgebrannt. Der LKW war mit völlig Strom beladen und stand bereits bei eintreffendem Vollbrand, ebenso das Wohnmobil. Wir haben sofort mit den Löschmaßnahmen begonnen. Hier auf der Autobahn ist das Löschwasser begrenzt, deswegen haben wir einen Kettenverkehr mit mehreren Feuerwehren eingerichtet. Insgesamt 17 Kubikmeter Wasser benötigt, um dieses Feuer zu löschen. Der LKW-Fahrer war massiv erregt. Infolgedessen hat er einen Partner ergriffen und wurde ebenfalls mit dem Rettungswagen in das umliegende Krankenhaus eingeliefert. Wir sind jetzt hier bei den Bergemaßnahmen und sind gerade dabei, das Wohnmobil aufzuladen. Und danach werden wir den Diesel abpumpen aus dem Tank des LKWs, damit dieser auch vom Bergeunternehmen mitgenommen werden kann. Und danach können wir die Einsatzstelle reinigen und drücken dann ebenfalls ein. Die Schwierigkeiten des Einsatzes bestanden, wie gesagt, aus mangelndem Löschwasser, was für die Autobahn hier normal ist, beziehungsweise auch durch die umliegenden LKW-Fahrer, die eben durch gezückte Handys die Einsatzstelle filmten und sich dadurch selbst in Gefahr brachten. Während des Einsatzes detonierten zwei volle Gasflaschen und es war durch einen lauten Knall hörbar, sodass die LKW-Fahrer und die anderen Schaulustigen zurückwichen, aber nach einiger Zeit wieder zur Einsatzstelle kamen und wieder die Hände. Ich glaube, die Weltgeschichte. Thank you.
Ja.